So, hallo und grüß Gott, wir haben wieder mal eine neue Form und die Simone und ich, wir haben heute Vormittag drin probiert und geschaut, wie das Ganze rauskommt. Und jetzt lasst es euch überraschen, was wir heute geschafft haben, ja? Wir haben hier jetzt einen Biskuit gebacken mit 3 Eiern und haben ein bisschen Buttercreme drauf und hier einen ganz normalen, einfachen Obstkuchen gebacken. Wir haben ein Biskuit gemacht von 3 Eiern, drin gelassen in der Form. Dann haben wir unsere Buttercreme drauf, haben es natürlich mit Vollmilchkaicreme gemacht, die Früchte draufgelegt und dann mit Tortenjelly den Guss drauf gemacht. Und dann, wie der Kuchen ganz fest war, haben wir ihn ausgelöst und so schaut er aus. Hier haben wir einen Biskuit mit 4 Eiern gebacken und den einmal durchgeschnitten, haben natürlich mit der Lochtülle getupft. Wir haben Joghurt-Kokos rein und natürlich Ananas püriert mit Fruchtquell und das Ganze dann gespritzt. Einmal Joghurt-Kokos, einmal natürlich unseren Ananas-Püree und dann den Deckel drauf und dann auch wieder getupft. Und dann sind uns die Blümchen draußen aufgefallen, weil, ja, und da haben wir gesagt, die sind so schön, die legen wir jetzt einfach drauf mit Lavendel, da schaut es wunderbar aus, ja. Ich hoffe, dass das Ihnen auch gefällt. Und hier sind wir hergegangen, natürlich, Sie wissen, Brandteig ist bei Lumara einfach, ich liebe Brandteig und ist bei Lumara auch ein tolles Produkt. Weil sie mit Brandteig natürlich alles machen können, von Suppeneinlagen bis zu den Windbeuteln, von den Windbeuteln bis zum Kuchen, pikant und süß. Sie können es mit Kartoffeln mischen und dann Kartoffelbrandteig-Kroketten machen. Und also Brandteig passt zu jeder Gelegenheit, möchte ich jetzt sagen, ja, ob süß oder pikant. Und was ich immer gern euch empfehle, macht's wirklich eure pikanten Dinge auch in den Formen drin. Die kommen sowas von toll raus. Wir haben jetzt einfach hier nur Blumenkohl gedünstet, ein bisschen Lauch dazu, ein bisschen Karotten dazu und den Brandteig rein mit der 10er Loch Brandteigtülle. Entschuldigung. Mit der Brandteigtülle haben wir jetzt einfach Tupfen außenrum gespritzt und dann den Blumenkohl rein. Und natürlich mit Eier und Sahne und Fruchtquelle ein bisschen einfach drüber geben und dann backen. Ihr kriegt natürlich das Rezept wieder dazu. Also bitte immer alles, was Sie jetzt machen möchten oder vieles, was Sie machen möchten, können Sie natürlich auch im pikanten Bereich hernehmen. Und so die Aufläufe, Kartoffelgratin und so weiter, können Sie alles in unseren Backformen wunderbar machen. Also nicht nur Süßes, sondern auch vieles zu Mittag oder als Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Schaut immer toll aus. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen und viel Spaß dabei mit unserer neuen Form.